Do you have any idea what it's like to take a man's life? I mean, really take his life up close and personal, to look him in the eyes. Bevor es losgeht, lass doch ein Like da. Und wenn du neu bist, Abo und Glocke nicht vergessen. Und jetzt viel Spaß. Es war die vierte Nacht vor Weihnachten und alles war gut. Eine Creepypasta von Serenity Falls Forever. Aus dem Englischen übersetzt von Uncle Sam. Ich ließ mich zu Boden gleiten, mit dem Rücken gegen die Kirchenbank, und mein Herz pochte in meinen Ohren. Als das Adrenalin nachließ, verstärkte sich der Schmerz in meinem ganzen Körper. Der Geruch von Einbalsamierungsflüssigkeit und Blut brannte in meiner Nase. Obwohl letzteres von meinen verschiedenen Schnitten und Wunden stammte. Nathan kam zurück und untersuchte meine Wunden, während er versuchte, einen Schnitt über meinem Auge abzudrücken. Ich habe die Sanitäter gerufen, erklärte er. Die Klinik ist gleich um die Ecke. Also werden sie schnell hier sein. Zum Glück sehen die Schnitte nicht allzu ernst aus. Du bist wieder gesund. Die Sanitäter? Ich spuckte die Worte vor Wut fast aus. Was ist mit der Polizei? Diese vermummten Freaks haben den Kopf meines Bruders gestohlen. Sie haben mich angegriffen. Sie können nicht weit gekommen sein. Sie können sie noch erwischen. Sag ihnen einfach, sie sollen nach den Verrückten in Kapuzen suchen, die mit einem menschlichen Kopf herumlaufen. Nathan schien verblüfft zu sein. Hör zu, Jonah. Ich weiß, das wird schwer zu hören sein, aber die Polizei wird nichts gegen die Sekte unternehmen. Auch nicht nach dieser Sache. Sie anzurufen wäre reine Zeitverschwendung und könnte dir noch mehr Probleme bereiten. Das ist die einzige Möglichkeit, das zu regeln. Ich begann ihn zu fragen, aber eine Stimme von draußen unterbrach uns. Nathan stand auf und lief zu den Sanitätern, damit sie wussten, wo wir waren. Ein paar Minuten später kam er jedoch nur mit Pater Simon zurück. Wie lange dauert es, bis man in dieser Stadt medizinische Hilfe bekommt? Fragte ich mit meinem besten Versuch von Humor. Es sei denn, Pater Simon arbeitet nebenbei als Rettungssanitäter. Pater Simon beugte sich neben mich. Bringen wir dich zu meinem Auto. Der Krankenwagen hat auf dem Weg hierher jemanden angefahren. Sie sind noch in der Elm Street, um das Opfer zu behandeln und werden nicht so bald hier eintreffen. Er half mir vorsichtig auf die Beine und wir drei taumelten zur Tür. Ich drehte mich noch einmal um und betrachtete die grausige Szene. Ein letzter Blick auf meinen Bruder. Ich hasste es, dass die Erinnerung an ihn mich für immer an dieses makabere Durcheinander erinnern würde. Der Tod sollte etwas Würde haben. Wir konnten nicht einmal in die Elm Street einbiegen, weil der Unfall so viel Verkehr verursacht hatte, dass wir eine riesige Schleife von der Main Street über die Diary Road bis zur Dalmer Street machen mussten, bevor wir die Klinik erreichten. Im Inneren der Klinik herrschte reges Treiben, was mich angesichts der geringen Größe der Stadt überraschte. Draußen war ein Krankenwagen geparkt und Sanitäter, Ärzte und Krankenschwestern liefen herum und riefen Befehle, die ich nicht verstand. Nathan bahnte sich einen Weg zur Rezeption und wir wurden fast sofort in ein Zimmer gebracht. Nathan setzte sich zu mir, während Pater Simon sich auf die Suche nach der Ursache des Aufruhrs machte.
Während wir warteten, versuchte Nathan seine Entscheidung, nicht die Polizei zu rufen, weiter zu erklären. Hör zu, ich würde gern sehen, wie die Sektenmitglieder verhaftet werden. Niemand wünscht sich das mehr als ich. Er hielt inne und schaute über seine Schulter. Seine ohnehin schon leise Stimme wurde fast zu einem Flüstern. Aber die Polizei wird sie nicht belästigen. Das Einzige, was sie tun werden, ist, dich noch mehr in ihr Visier zu nehmen. Die Dinge können schnell schlimm werden. Du musst aufhören, sie als auf deiner Seite zu sehen. Du kannst sie nicht um Hilfe bitten. Ich zögerte und versuchte herauszufinden, wie viel ich ihm sagen sollte. Nathan, begann ich. Es geht um mehr als meinen Bruder. Im letzten Jahr sind Menschen verschwunden, viele Menschen. Und die Person, die mir davon erzählt, ist jetzt auch verschwunden. Bevor ich noch mehr sagen konnte, kam meine Krankenschwester ins Zimmer, schnappte sich meine Krankenakte und überprüfte meine Werte mit den gleichmäßigen, geübten Bewegungen von jemandem, der das schon über 1 Million Mal gemacht hatte. Wie fühlen Sie sich? Fragte sie und blickte zwischen Nathan und mir hin und her, während Nathan sie überrascht anstarrte. Wunden, antwortete ich. Sie betrachtete meine verschiedenen Wunden und fuhr mit ihren Händen über meinen Oberkörper, stieß und drückte an verschiedenen Stellen, während ich vor Schmerz eine Grimasse zog. Du wirst ein paar Stiche brauchen, aber es scheint nichts gebrochen zu sein, erklärte sie mit einem Ton der Autorität. Bleiben Sie hier, wir werden Sie verbinden und geben Ihnen ein Schmerzmittel, lächelte sie. Vielleicht keine Kneipenschlägereien mehr. Ich lachte und warf einen Blick auf ihr Namensschild. Tja, Rebecca, du solltest mal den anderen Typen sehen. Sie unterdrückte ein Kichern und lächelte mich an. Ich bin sicher, du hast es geschafft, harter Kerl. Wenn du etwas brauchst, drückst du einfach die Klingel und fragst nach Schwester Morgan. Sie wandte sich zum Gehen, als Nathan sich zurücklehnte. Ich sag dir, Mann, die Sekte, die Vermissten, die Polizei, misch dich da nicht ein. Du machst es nur noch schlimmer. Rebecca schien auf ihrem Weg zur Tür innezuhalten, ging dann aber weiter. Ich war mir nicht sicher, ob ich es mir einbildete oder nicht, aber Nathan schien auch in ihre Richtung zu blicken. Wie dem auch sei, ich vergaß es bald wieder in der Hektik des Geschehens. Jemand kam herein, um mir eine Spritze gegen die Schmerzen zu geben. Und eine andere Person nähte den Schnitt über meinem Auge. Nathan musste zurückkommen und nachsehen, in welchem Zustand die Kapelle war und sich um die Aufräumarbeiten kümmern. Aber ich sagte ihm, dass ich auch ohne ihn zurechtkäme und ich ihm Bescheid geben würde, wenn ich entlassen würde. Er ging, als Rebecca zurückkam, die meine Krankenakte prüfte, um sicherzustellen, dass ich die richtigen Medikamente erhalten hatte und die Nähte zu kontrollieren. Alles sieht gut aus, sagte sie, als sie fertig war. Sie müssen vielleicht noch ein paar Tage warten, bis Sie einen Arzt untersucht, bevor Sie entlassen werden. Hier war heute Morgen viel los. Ich nickte, aber bevor ich noch mehr sagen konnte, beugte sie sich vor, angeblich um einige der Kabel zu justieren, die noch immer meine Vitalfunktionen überwachten. Aber stattdessen beugte sie sich dicht zu mir und flüsterte mir ins Ohr. Wenn du wirklich wissen willst, was in Serenity Falls vor sich geht, musst du die obdachlosen Kinder fragen. Sie kennen die Wahrheit über das, was hier vor sich geht. Und jetzt sag, das ist angenehmer, wenn du mich verstehst. Damit stand sie auf und wartete auf meine Antwort. Ich hielt inne, dachte über ihre Worte nach und lächelte dann. Das ist angenehmer. Danke, Rebecca. Sie nickte. Als sie ging, fischte ich mein Handy aus der Tasche und begann die E-Mails durchzusehen, die ich den ganzen Tag über ignoriert hatte. Zweimal dachte ich beim Lesen, dass mich jemand vom Flur aus beobachtete. Aber beide Male blickte ich auf und sah nichts als gestresste Krankenhausangestellte, die vorbeigingen.
Ich war fast fertig, als eine E-Mail von einem anonymen Konto einging, das ich nur zu gut kannte. Derselbe Tippgeber, der mich mit Informationen über Serenity Falls versorgt hatte, war plötzlich wieder da und meldete sich erneut. Ich hätte fast löschen gedrückt, stattdessen öffnete ich sie, um sie zu lesen. Einer der Männer, die sie angegriffen haben, befindet sich in Zimmer 44. Er wurde von einem Krankenwagen angefahren, als er vom Ort des Angriffs floh. Du kannst ihn jetzt erreichen, wenn du vorsichtig bist. Aber sei vorsichtig, du wirst beobachtet. Mir gefror das Blut in den Adern. Der Unfall des Krankenwagens hatte mit einem der verdammten Monster zu tun, mit denen ich gekämpft hatte. Alles an dieser Situation machte mich nervös. Vor allem mein anonymer Informant, der plötzlich wieder auftauchte. Wenn ich jedoch wissen wollte, was wirklich geschehen war, war dies vielleicht meine einzige Chance, die Wahrheit zu erfahren. Ich stand auf, ging zur Tür, um mich auf dem Flur umzusehen. Meistens sah ich Klinikangestellte, aber ich konnte auch jemanden sehen, der weiter unten auf dem Flur stand und verdächtig lauerte, wo er entweder mein Zimmer beobachtete oder irgendeine von 100 harmlosen Sachen machen konnte. Ich kehrte in mein Zimmer zurück und zog mich langsam an, um sicherzustellen, dass ich ausreichend als Besucher getarnt war, nicht als Patient, der außerhalb seines Zimmers herumlief und von vorbeikommenden Mitarbeitern eingesperrt werden konnte. Ich schaute noch einmal in den Flur und sah, dass er im Moment leer war. Also setzte ich mich in Bewegung. Ich arbeitete mich langsam in Richtung von Zimmer 44 vor. Es war nicht allzu schwer, Zimmer 44 zu finden, und ich warf einen Blick hinein, bevor ich eintrat. Ein Mann stand bei dem Patienten, der dort lag, und sie schienen in ein Gespräch vertieft zu sein. Ich betrachtete das Gesicht des Patienten und stellte fest, dass ich ihn erkannte. Ein Freund aus meiner Kindheit, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Warum hatte er den Kopf meines Bruders gestohlen? Warum hatte er mich angegriffen? Die beiden Männer waren in ein Gespräch vertieft, also trat ich in den Raum und wartete, bis sie mich bemerkten. Es dauerte nur eine Minute, bis sich beide Köpfe in meine Richtung drehten. Was zum Teufel hast du mit dem Kopf meines Bruders gemacht? Knurrte ich. Der Mann, der neben dem Kultisten stand, sah erst überrascht, dann wütend aus. Er bewegte sich schnell und packte mich an meinem Hemd und schob mich in Richtung des Flurs. Der Kerl hat eine Menge zu verantworten, schrie ich ihn an. Du musst dich beruhigen. Du ruinierst das hier, zischte er. Er hat den Kopf meines Bruders gestohlen. Er hat mich angegriffen. Er schob mich weiter den Flur entlang weg von der Tür. Und er ist dabei, mir alles zu erzählen, was er weiß. Du musst hier raus, bevor du es vermasselst. Wenn du glaubst, dass ich dich das vertuschen lasse, hast du dich getäuscht. Ich war bereit zu kämpfen. Ich hatte endlich eine Chance herauszufinden, was hier wirklich geschah. Und ich wollte sie nicht verpassen. Es vertuschen? Ich bin Reporter, ich versuche, die Sache aufzudecken. Das ließ mich eine Sekunde innehalten. Ein Reporter? Er lockerte seinen Griff um mich und nickte. Mein Name ist Markus Snyder. Ich arbeite für einige Nachrichtenagenturen. Ich arbeite seit einem Jahr an dieser Geschichte und dieser Typ wollte mir alles erzählen, was er weiß. Ich kann dir mitteilen, was ich erfahren habe, aber du musst mich meine Arbeit machen lassen. Ich nickte. Ein Journalismusstudent oder zumindest war ich es. Ich habe verstanden. Warum stocherst du in diesem Ding herum? Er schien aufrichtig interessiert zu sein, also antwortete ich. Ich habe alles verloren. Ich habe versucht zu recherchieren, was hier passiert ist, aber bin aus meinem Studiengang herausgeflogen, als ich nur einen Blog schreiben konnte, der sich anhörte, als wäre er von einem Verrückten geschrieben worden. Ich schmunzelte. Ich kam hier zurück, um mich von den Finanzen der wenig überlebenden Familienmitglieder zu befreien, die ich habe. Aber jetzt sind sie weg und mir bleibt nichts anderes übrig, als das hier zu recherchieren. Er nickte. Ich habe auch mal jemanden verloren, aber wir können zusammen daran arbeiten.
Du musst nur ein paar Tage cool bleiben, okay? Er wartete, bis ich zustimmend nickte und drehte sich um und zurück in Zimmer 44 zu gehen. Sein Name rief eine Erinnerung wach und ich beschloss zu fragen. Snyder, Sie haben früher für das Waushara County Times gearbeitet, richtig? Er blieb stehen, drehte sich um und schüttelte bereits den Kopf. Nein, das war meine Schwester. Sie ist letztes Jahr verschwunden. Seine Stimme verstummte. Ein Geräusch unterbrach unser Schweigen. Erst ein langgezogener Ton, dann ein Alarm, der die Leute in den Raum rennen ließ, den wir soeben verlassen hatten. Ich rannte zur Tür und sah, wie sich das medizinische Team um den unbeweglichen Kultisten kümmerte. Aber ich konnte an seinen Augen sehen, dass er bereits tot war. Die nächsten paar Stunden vergingen wie im Flug. Deputy Sheriff Yeager traf mit einem Team von Beamten ein, um den Todesfall zu untersuchen. Aber die Todesursache war kein Geheimnis. Die leeren Medikamentenfläschchen im Zimmer hatten eine fast sofortige Reaktion mit den Medikamenten ausgelöst, die er bei seiner Ankunft im Krankenhaus erhalten hatte. Jemand hatte das Zimmer betreten, während ich im Flur stand und mich mit ihm stritt, ihm einen tödlichen Medikamentencocktail injiziert und war dann gegangen. Wahrscheinlich wäre ich sofort verdächtig geworden, nachdem ich in dem Raum gestürmt war. Aber die Überwachungsbänder, die den Flur zeigten, waren alle gelöscht worden. Etwas, das ich selbst nicht zustande gebracht hätte. Dennoch wusste ich, dass ich die Chance vertan hatte, herauszufinden, was in Serenity Falls wirklich geschah. Ich wusste nicht, an wen ich mich als nächstes wenden sollte. Schließlich erhielt ich meine Entlassungspapiere aus der Klinik und eine Warnung der Polizei, die Stadt nicht zu verlassen, ohne sich zu melden. Ich ging wie betäubt auf die Tür zu und versuchte herauszufinden, was mein nächster Schritt sein sollte. Ich betrat den Warteraum und stieß mit Rebecca zusammen, die zu Boden blickte und sich die Tränen aus den Augen wischte. Ich entschuldigte mich und fragte, was passiert ist. Ich habe gerade meinen Job verloren. Sie wischte sich über die Augen. Ich bin die behandelnde Schwester. Jemand ist unter meiner Aufsicht an einer versehentlichen Medikamenteninteraktion gestorben. Ich bin die erste Wahl, wenn ein Kopf rollen muss. Sie sah sich um. Die Videos würden helfen. Was für ein Zufall, dass sie auch fehlen. Ihre Stimme wurde leiser. Wir können weiter darüber reden, aber nicht hier. Ich weiß nicht, wem ich trauen kann. Mel's Dinner in einer Stunde? Sie lächelte. Wir sehen uns dort. Ich verließ die Klinik und ging zu Nathans wartendem Auto. Als ich mich umdrehte, könnte ich schwören, dass mich jemand von einem der Fenster aus beobachtete.